Oh Anthem, oh Anthem. Ja, ich habe mir gedacht, spielst du dieses Spiel mal in der VIP-Demo am Freitag, so wie wahrscheinlich sehr, sehr viele, auch um 19 Uhr direkt. Ja, Serverprobleme waren zu Beginn des Spiels leider an der Tagesordnung, aber das hat sich zum Glück einen Tag später gelöst und ich konnte für euch Anthem exklusiv in der VIP-Demo einfach mal anzocken. Worum geht es denn in dem neuesten Spiel aus dem Hause BioWare? Es geht darum, dass Anthem in einer fiktiven Welt spielt, die dem Wissen der Menschen zufolge von Göttern, also die sogenannten Shapers, genannt, bei denen es sich jedenfalls nicht um Menschen handelte, künstlich erschaffen wurde, aber unvollendet ist. Eine große Rolle spielt in diesem Zusammenhang die sogenannte Hymne, also die Anthem, eine mysteriöse Energiequelle, die unglaubliches Potenzial besitzt. Die Gestalter nutzen sie für ihre Technologie, die die Menschen nur sehr unvollständig verstehen. Relikte der Gestalter sind überall in der Welt verstreut. Das heißt, wir müssen mit unserem Exosuit eine Art Erkunder sein. Das erinnert mich so ein bisschen an die Welt von Destiny. Und das war auch so der erste Gedanke, als ich Anthem damals, glaube ich, auf der E3 als Trailer gesehen habe und dachte mir, wow, endlich mal eins dieser Spiele, für die es sich rentiert, eine Xbox One X beziehungsweise einfach eine 4K-Konsole oder halt einfach dieses 4K-Gefühl auszunutzen. Und das finde ich schon sehr, sehr interessant, weil ich bin jetzt eigentlich kein Fan von solchen Spielen, aber Destiny hat mich damals auch extrem in seinen Bann gezogen. Und deswegen habe ich auch dieses Spiel angetestet. Es ist so, man spielt in der Rolle eines sogenannten Freelancers und man hat voll konfigurierbare Anzüge, die in diesem Spiel Javelins heißen. Ich zeige euch im Hintergrund kurz ein bisschen, wie man seinen Javelin anpasst. Es gibt verschiedene Arten von Javelins. Das ist natürlich so eine Art Charakterrolle. Der eine ist so ein bisschen der Heiler, der andere ist der Magier, der andere ist der Tank. Also ich denke, diese Sachen kennt man ja aus verschiedenen Sachen. Was für mich der große Aspekt dieses Spiels ist, weshalb ich es auf jeden Fall holen werde, ist nicht der Einzelspielermodus, weil ich möchte das Spiel nicht alleine spielen, sondern ich möchte es im kooperativen Mehrspielermodus spielen. Das heißt, mit vier Spielern fliegt man über die Welt, kann verschiedene Missionen erfüllen und in der VIP-Demo ist es so, dass man zwei Arten von Missionen hat. Man hat einmal eine Mission, wo man so eine Art Verteidigungsbasis hat und man muss bestimmte Relikte zurück in diese Basis bringen. Das ist immer so, dass man zu viert diese Relikte einsammelt, legt die dann wieder zurück in die Basis, wird dabei von einer Horde von Gegnern angegriffen und es ist auch so, dass es am Ende einen riesen Bossfight gibt. Ich werde euch da auf jeden Fall ein paar Ausschnitte von diesem geilen Bossfight zeigen. Es hat auf jeden Fall mega, mega viel Spaß gemacht, trotz der anfänglichen Probleme, die dieses Spiel hatte. Man hat als Grund dafür auch genannt, dass es ja diese Freundescodes gab und dass man einfach nicht mit diesem Ansturm auf dieses Spiel gerechnet hat. Ja, es ist natürlich immer eine lustige Sache, wenn man das damit begründet, dass man einfach so viel Hype bekommen hat, dass man überrannt wurde von diesem Hype, aber es ist trotzdem auf jeden Fall sehr interessant gewesen. In der Demo, die man übers Wochenende spielen kann, ist es so, dass man Level 10 ist und man bis Level 15 leveln kann. Nachdem es aber so ist, dass man ja nur zwei Missionen und dann jeweils dieses sogenannte Freeplay hat, wo man einfach über die abgesteckte Bereichskarte fliegt, ist es so, dass man halt einfach nicht so viel machen kann. Ist klar, man kann sich aber trotzdem einen sehr guten Eindruck über dieses Spiel machen. Was ich sehr, sehr interessant fand, ist auf jeden Fall halt diese Kombination aus Exosuit. Man fühlt sich so ein bisschen wie Iron Man, wenn man da in die Welt aufsteigt und fliegt, wenn man kämpft. Es fühlt sich sehr cool an, es fühlt sich komplett an. Die Explosionen sehen mega cool aus, die Gegner machen richtig viel Spaß zu zerstören. Insgesamt ist es so ein Spiel, auf das ich mich auch schon irgendwie gefreut habe. Und diese Demo bestätigt auch so ein bisschen das, was ich mir erhofft habe für dieses Spiel. Es macht sehr, sehr, sehr viel Spaß zu spielen. Und es ist so eine Frage bei mir gewesen, ist es ein Spiel, das ich mir holen werde? Weil er jetzt auch Division 2 zum Beispiel in den Startlöchern steht, war ich mir nicht ganz sicher, ob es in diese Richtung eher geht oder auch in die Richtung von Division 2. Ich werde auch Division 2 anspielen und werde natürlich da auch ein Video dazu machen. Aber ich finde, dieses Spiel hat schon
aktuell so ein kleines bisschen die Nase vorne, allein schon von diesem Konzept her, das mir schon sehr, sehr gut gefällt mit diesem Science Fiction, das normalerweise nicht so meins ist, aber dieses Mal hat es mich irgendwie schon gefesselt und man will halt einfach auf jeden Fall immer weitermachen. Also man ist so in diesem Story-Element gefangen, sagt, na, ich möchte leveln, ich möchte bessere Waffen finden. Ich möchte nicht immer mit der blauen Waffe rumrennen, sondern ich möchte jetzt gerne eine epische Waffe finden. Dann stellt man den Schwierigkeitsgrad hoch, stirbt die ganze Zeit. Das ist einfach so eine Herausforderung, die man halt einfach in der Gruppe meistert. Und das Gefühl hatte ich jetzt eigentlich bei den letzten Spielen, die so rausgekommen sind, leider nicht mehr so. Das ist jetzt bei diesem Spiel wieder da gewesen. Wir haben das zu dritt gespielt und teilweise auch zu viert gespielt. Und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet jetzt mal mit dem Video so einen kleinen Eindruck in Anthem gewinnen und könnt euch so ein bisschen selber eine Meinung darüber bilden, ob das Spiel was für euch ist. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Basti.